Von der passenden Heizung über Photovoltaik, E-Mobilität bis hin zum Internetanschluss. Die Salzburger AG bietet eine breite Produktpalette an. Kundinnen und Kunden können sich digital, telefonisch und persönlich bei Messen und den Infopoints beraten lassen. Bei der Frage, was zahlt sich für den Kunden aus, ist die allerwichtigste Erkenntnis, das Bedürfnis als Kunden sich zu verstehen. Deswegen ist wieder das persönliche Gespräch so wichtig. Aber ich nehme ein Beispiel, das Thema Photovoltaik. Das hat einen großen Boom erlebt. Das ist gut so. Und da muss man genau schauen, was ist das Bedürfnis des Kunden, weil es nicht darum geht, möglichst groß und möglichst technisch ausführlich zu sein, sondern konkret bei der PV möglichst viel vom Eigenbedarf zu reduzieren. Dann rechnet sich jede PV-Anlage und genau das können wir hier gut erklären. Kürzlich fand die Bauen- und Wohnen-Messe in Salzburg statt. Die Expertinnen und Experten der Salzburger AG stellten die verschiedenen Produkte vor und gaben Tipps und Tricks bezüglich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Wer ein Haus im Grünen plant, muss sich in erster Linie mal mit der Wärmeerzeugung auseinandersetzen. Da haben wir in Salzburg, speziell in der Stadt, ein weitreichendes Fernwärmenetz. Wenn hier der Häuselbauer, die Häuselbauerin keine Möglichkeit für einen Anschluss hat, bietet sich natürlich auch eine Wärmepumpe sehr gut an. Hier kann man mit einer PV-Anlage die Energieerzeugung dann auch zum Teil selbst übernehmen, um hier Geld und Strom einzusparen. Und wenn noch ein bisschen was von der Energie, vom Strom überbleibt, kann man natürlich auch ein Elektroauto hier noch selbst laden. Abrunden würde das Ganze dann ein Internetanschluss für ein vernetztes Leben mit unserem IPTV, um hier dann entweder am Abend Filme zu sehen oder dann auch Homeoffice machen zu können. Bis 2030 den eigenen CO2-Ausstoß halbieren, bis 2040 CO2-neutral werden und die Verdoppelung der erneuerbaren Energien. Die Salzburger AG forciert die Dekarbonisierung. Die Nachhaltigkeit wird auch für unsere Kundinnen und Kunden immer wichtiger. Und wenn wir hier zum Beispiel eine PV-Anlage betrachten, muss natürlich das oberste Ziel sein, die eigens produzierte Energie auch selbst zu verbrauchen. Hier kann auch ein Speicher sehr gut unterstützen, um dieses Zeitfenster ein bisschen in den Abend zu verschieben. Für ein Einfamilienhaus mit einem Stromverbrauch zwischen 5.000 und 8.000 Kilowattstunden sollte sich eine PV-Anlage innerhalb von 10 bis 12 Jahren amortisieren. Kundenanliegen sind uns wichtig. Jeden letzten Donnerstag im Monat können sich Kundinnen und Kunden der Salzburger AG in den Infopoints Gollingbruck und St. Johann über die Produkte und die Energieberatung der Salzburger AG informieren. Wir haben uns ein Leitmotiv gesetzt, das nennen wir Kundenheldin. Die Salzburger AG will diesen kundenzentrierten Gedanken massiv forcieren. Da waren wir schon gut, da wollen wir noch viel besser werden. Und ein Teil davon ist, nicht nur digital besser zu werden, sondern eben auch persönlich zur Verfügung zu stehen, hier auf der Messe, aber auch draußen in der Region. An drei Standorten werden wir künftig regelmäßig für genau diese Auskünfte zur Verfügung stellen, dass die Kundinnen und Kunden einfach auch mit uns persönlich diskutieren können und dass genug Zeit bleibt, diese Fragen direkt, persönlich, im direkten Gespräch zu beantworten. Weitere Infos unter www.salzburg-ag.at.